Seinen Antrittsbesuch machte Bundestagsabgeordneter Paul Ziemiak bei Dechant Andreas Schulte. Dabei ging es auch um die Zerstörung der Kreuze in Balve. Ein Hilfsfonds soll den privaten Besitzern helfen, die Kreuze wieder herrichten zu lassen. Paul Ziemiak hat seine Teilnahme an der Aktion bekundet. Nachdem wir auch schon im Zusammenhang mit der Kreuzschändung Kontakt hatten und telefoniert hatten und uns auch einmal getroffen hatten, heute diesen Termin wahrnehmen können und haben uns da nochmal drüber ausgetauscht und auch gleichzeitig hatte ich die Gelegenheit, nochmal über die Aufstellung des Dekanates des Märkischen Sauerland zu sprechen, über die Entwicklungen. Wir haben über das Zukunftsbild und das Zielbild 2030 plus in unserem Erzbistum Paderborn gesprochen, über die Herausforderungen, die sich uns stellen aufgrund von personeller Situation, über die Mitarbeit von Ehrenamtlichen und die Gremien, Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände, die Veränderungen, die auch Fusionen, Gemeindefusionen mit sich bringen. Nach der Messe, nach den Kreuzschändungen, haben wir uns nach der Messe kurz ausgetauscht. Ich habe das damals gesagt, dass, glaube ich, wir alle gefordert sind, aufzustehen, die Stimme zu erheben, aber auch etwas zu tun. Denn wir erleben ja unterschiedliche Dinge, wo Glauben angegriffen wird, wo Symbole von Religionsgemeinschaften angegriffen werden. Aber Geld ist nicht alles, sondern zusammenzustehen, Gemeinde zu sein im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich hier nochmal bekräftigt, dass es mein Anliegen ist, dass ich das eben persönlich mit Tatkraft auch mache, sei es in Form von Waffeln backen oder anderen Aktionen oder was auch immer, diejenigen, die noch mitmachen wollen. Und ich übernehme auch gerne Verantwortung für einzelne Kreuze, die geschändet wurden, um sie wieder herzurichten. Und es gibt ja auch anderweitiges Engagement in der Kirche und in der Kirche, um das wieder herzustellen. Das würde Aschermittwoch stark und haben gesagt, das ist auch eine gute Geschichte für die Fastenzeit. Und wie wir eben auch schon gehört haben, es geht ja auch darum, letztendlich nochmal über die Bedeutung sich dessen nochmal im Klaren zu sein. Diese Kreuze haben für unsere Räumlichkeit und für unsere Region auch kulturellen Hintergrund. Und dass uns das bewusst ist, dass da also dieser Schaden neben dem finanziellen Wert natürlich auch ein ideeller Wert dahinter steckt. Ja? Es ist nicht nur ein Kreuz, sondern da stecken Geschichten hinter. Ja. Kirche lädt auch ein zur Mitarbeit. Und wenn wir etwas tun, weil Sie das mit den Flüchtlingen angesprochen haben, das ist auch Kirche, mit anzupacken, zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir müssen auch als Kirche wieder dahin kommen, das Gute, was wir tun, auch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich sage mal als Beispiel, die Caritas hat eine große Unterstützung vom Erzbistum, muss man wirklich sagen. Ja. 35.000 Euro in Balve für die Fluthilfe gespendet, gemeinsam mit der Stadt abgewickelt. Ja. Das war eigentlich im Verborgenen, haben wir das gemacht und ausgezahlt. Da müssen wir auch drüber reden. Auch das Erzdiözese nicht mehr ist Pensionsrückstellung, sondern es wurde auch was getan. Da sind über 20.000 Euro vorgekommen von den 35.000 Euro, die wir da gesammelt hatten oder Rücklagen aufgelöst hatten. Das war eine Sache, wo gesagt wurde, Holterkabolter, Flut ist da. Jetzt können wir nicht mehr warten und gucken, was haben wir dann angepackt und mit der Stadt das gemeinsam gut koordinieren, muss ich wirklich sagen. Mhm.